Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Company Simulator. Ich mache das Spiel komplett kaputt. Ich habe jetzt wieder geladen. Wir sind am selben Tag, wo wir aufgehört haben. Und ich bin aus irgendeinem Grund live. Naja, ist jetzt gerade wurscht. Und jetzt wurden wir gefragt, ob wir... wir tun jetzt hier ein Money Gain 25.000. Technology Thruster has just been developed. So, ja, ich bin immer noch komplett überfragt über dieses Spiel. Genau, wir haben jetzt hier... Wir tun jetzt mal diesmal das erforschen. Wir haben gleich letztes Mal auch hier wieder Perks irgendwo reingeschossen, genau. Wir sind durch die ganzen Perks einmal durch. Ich muss jetzt halt nochmal überall die Perks mir anschauen. Und schauen, ob ich irgendwo Perks zum Vergeben habe. So, okay. Hier ist irgendwas. In Progress, in Progress, in Progress und in Progress. Ich würde mal sagen, next turn und diesmal hoffentlich nicht abgestürzt. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. Hä? Also ich sehe auch nicht mehr was. Okay, Leute, ich melde mich wieder, wenn ich weiß, wo der Fehler liegt. Also, bis gleich. So, liebe Freunde, ich bin wieder zurück. Ihr werdet es nicht glauben, ihr seht schon, das Spiel hat irgendwie leichten Grafikfehler. Es gab ein Update auf einmal. Jetzt komme ich auf einmal auf den nächsten Tag auch. Wir haben jetzt irgendwie Worker Information, jetzt Employee Promotion. Ah, die sind jetzt alle in Ding aufgestiegen, ne? Technology Progress. Ja, ja, ja. Also ich habe wieder alles so gemacht, wie sonst auch immer. Jetzt lassen wir uns mal bitte von dem Ganzen hier nicht ablenken, warum das hier auf einmal so wackelt. Ich weiß es nicht. Die sind jetzt alle aufgestiegen. Negative Trade, one negative Trade. Au. Das ist aber nicht gut, wenn es negativ ist. Wir haben auch nur eine mit negativ, ne? Und du bist Manager. Ja, der Manager sind mir wurscht. Immer 13 von unseren Dingern wieder zu vergeben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Will man sagen, Assign? Wir haben so viel wieder übrig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin überfordert. Jetzt steht hier da zum Complete. Production. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Confirm? Production oder was? A simple, uncompleted rocket capable of carrying a limited cargo in the air. Was soll ich denn mit Losota machen? Oder ist das jetzt hier... Planning... Ah, jetzt darf ich Lesotho planen. Approves the plan. Available if requirements have been met. Approves the plan. Muss das im Rocket Center gemacht werden? Was heißt denn hier? Approve the plan, bitteschön. Hallo! Hilfe! Human Resources oder was? Was heißt denn hier jetzt Approved the Plan? Nein, das ist der falsche Button. Nee, da forschen wir immer noch. Was wollten ihr von mir, wenn es jetzt Approved the Plan? Ich tue jetzt mal eine Runde weitermachen. Building complete. So. Testing components will relieve the reliability of during a mission. A good component increases the chance of trouble-free flight, while a poor component can... Ja, okay. Lesotho. Confirm. Also die ist ja fertig.
Oder nicht? Hier fehlt mir gleich noch ein Bildschirm, kann das sein? Testcenter ist fertig. Oder kann ich jetzt im Depot sozusagen... Hier auf die Teile... Ich kann auf gar nichts wegklicken. Das hat sich komplett verändert. Hä, was ist jetzt passiert? Ich kann jetzt auch schon größere Raketen bauen. Ich kann jetzt solche Prototypes auch bauen. Also ich würde mal sagen, wir tun einen von dir mal constructen. Einen von dir constructen. Einen von dir constructen. Ein Smallen. Ein Feeder. Und eine Heat Shielding. Ich weiß ja nicht, was ich mache. Medium Test, Long Test. Repair Components. Long Test confirm. Unlock gaining a perk. Quick Test. Ah, ne, guck mal. Ich kann jetzt diese sozusagen. 24 Turns, 18 Turns. Was? Das dauert so lange. Holla die Waldfee. Ja, ich hab's schon kapiert. Ich versuch gerade nur irgendwie die Übersicht. Warum darf ich jetzt die Rakete... Also, neben der, dass ich die hier nicht planen darf. Approve the plan. Was wollt ihr von mir? Next turn. So. Ich habe absolut keinen Plan, was hier abgeht. Also, ich habe jetzt diese neuen Teile hier mittlerweile auch. Jetzt kann ich wieder auch sellen, hä? Was gibt's hier mittlerweile? Hier sind sogar schon Medium Engine. Medium Strats. Hä? What? Assembly hat sich jetzt was an. Jetzt habe ich die Dog. What? Aber was habe ich jetzt. Hat sich hier jetzt was. Die Lesotho ist jetzt leer. Was passiert hier bitte? Oh, weil ich die Teile wahrscheinlich gerade. Obwohl, den Antrieb tue ich nicht. Received an important message. Famous Rockstar. Full Media Coverage. Ja, wir machen volle Prestige Gain 1K. So, wir haben wieder 12 von den Hyopies. Ich würde mal sagen, wir müssen mindestens bei jedem auf 12 kommen. Was sein? Und die letzten zwei haben wir noch in hier rein. Da sieht man auch, was die anderen rein investiert haben, oder was? Also wir haben eine riesige Prestige. Ich habe bloß keinen Plan, was ich mache. Weißt du was, wir probieren jetzt mal eine eigene Rakete zu bauen. Eiskalt. Wir nehmen jetzt die Hound. Confirm. Tank. Ist das ein Medium-Antrieb oder was? Dann nehmen wir dich hier. Dich hier. Dich hier. Aero hatten wir auch noch. Payload. Utilities. Ach, das ist jetzt zum Beispiel Utilities. Ah, okay, warte mal. Ne, warte mal. Warte, no. Warte. Wir tun noch im Depot schnell was Sachen produzieren. Wir hatten hier noch irgendwo dieses komische starke Rückschusssystem. Hatten wir nicht noch was? Und wir tun jetzt. Noch muss ich ein paar Struts schnell erzeugen. Und wir müssen noch einen Donkey schnell machen. Okay. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Kann ich hier was machen? Das habe ich jetzt erforscht. Bedeutet, ich kann jetzt hier Gridfins, Rocket Tank, Rocket Engine upgrade. Satellite too small. Okay. Ich habe keinen Plan, was ich aktuell mache, ne? Aber jetzt gleich kann ich eine Rakete bauen.
Bin der Meinung, ich habe die Teile mittlerweile. Jawohl. Okay. Assembly Room. Ich will einfach mal eine Wolf. Wir bauen jetzt eine Wolf. Confirm. Die nimmt diese riesigen Tank jetzt. Warum zerteilt sich das eigentlich nicht mehr? Oben kommt Utilities, kommt das rein. Payload. Wir nehmen aber die. Also. Das einbauen. Das einbauen. Ja, wo ist denn der kleine Tank? Den hatten wir doch vorhin auch noch. Ach, der hatte gar keinen kleinen Tank, oder wie? Nur noch die Aero-Teile. Kann ich jetzt irgendwo den Namen festlegen? Assembly Test. Production, das ist die Nikawa. Ups, ich habe inverted Ding an. Nikawa. Nikawa. 21 Turns, kosten 6000. Confirm. Das bedeutet, jetzt müsste doch eigentlich hier unter Assembly Room die Nikawa stehen, die 21 Turns braucht. Und ich habe ja jetzt hier, oder tue ich das im Mission Control machen? Change Visual Orbits. Wir wollen mal zur Earth rein. Your Rockets. Also irgendwie muss ich ja was planen können, rein logisch, oder? Production, Science, Finance, HR, PR. Ah, ich kann bei Assembly was erforschen. Und zwar Samurai Cargo. Weil wir wollen das Medium jetzt unbedingt so schnell wie möglich haben, damit wir das bauen können. Jetzt also auch ohne Scheiß. Wo? Ich habe hier ein Rocket Program. Da geht nichts. Da ploppt nichts auf, da passiert nichts. University Touristenprogramm, Mars Programm. Nee, das bringt sich. Kann ich ja nicht mal machen. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Nee, ich drehe gerade gar nicht am Rad oder so. Konferenzraum ist fast fertig. Satellitenprogramm braucht noch ein bisschen. Satellitenprogramm wäre wahrscheinlich sehr interessant. Astronautenkomplex ist auch bald fertig. Wir tun jetzt einfach mal ein paar Runden vergehen lassen. So, da ist der Konferenzraum. Dedicated to science. Cooldown time. Lose of one. In the if, increases industry points by 5%. Okay, jetzt warte mal. Jetzt warte mal hier. Ich muss gucken, Assembly, weit sind wir? 19 Turns braucht das Teil noch. Wir verlieren zwar massig Geld gerade, mir aber gerade scheißegal, weil ich habe absolut keinen Plan, was ich mache. Wir tun jetzt mal das hier noch erforschen als nächstes. Das hat jetzt hier Breakthrough. Ich habe ja bald eine Rakete sogar, die funktioniert. Aber warum kann ich bei diesem Rocket-Programm jetzt zum Beispiel nichts planen oder so? Das sind halt so Sachen, die ich mich gerade frage. Und warum kann ich zum Beispiel hier Own Rocket. Time to complete. Complete the remaining stages to select the flight date of the. Achso, die Nikawa muss erst noch gemacht werden. Hier steht: Approve the plan. Available if all required steps have been met. Das sind die Loans, das sind die Diagramme, das Budget, die Perks. Und was fällt denn das? Unter Science? Oder bin ich dem Spiel gerade eiskalt zu schnell? Technology Conference, ja, das ist mir jetzt verwischt. Next turn mal. An important. Quite value information. Okay, wir haben wieder schon irgendwelche valuable Sachen von unseren Gegnern. Es wird wahrscheinlich hier unter Security Office fallen. Country Contracts, Production Department Work, Scientific Research Work. Wir tun mal sabotieren. Und noch eine Runde, ich mag schauen, wie das. Wo das. Wo ist unser Satellitenprogramm? Wie lange dauert denn der Scheiß zum Bauen? Hä? Famous Rockstar, ja, der soll für uns wieder was arbeiten. So, dankeschön. Next turn.
Also jetzt verarschst du mich gerade, oder? 99%. Dann aber jetzt. Ja, es ist sogar beides da. Building Completes. Jawoll. Kann ich da jetzt wenigstens was drin machen? Hä? Es ergibt absolute Null Sinn. 1, 2, 3, 4. 5? Ah, 5, 6. Ich glaube, das sind jetzt zu viele. Stimmen alle auf 17 hoch. Kann ich hier noch welche? Nein, kann ich nicht. Was sein? Und dann gibt es jeweils hier noch welche rein. Also mal ohne Scheiß. Ich kann nirgends was machen. Hä? Kann ich jetzt irgendwas bei Assembly bauen zum Beispiel? Unter Depot? Kann ich jetzt, weil ich jetzt zum Beispiel das... Hier ist ein Heat... In Cold Heat Cell. Advanced Tracing Computer. Extremely Advanced Onboard Computer that will assign the crew any tests that will be required. Okay, Science Equipment. EVA Suit. Das ist jetzt sogar ein EVA Suit schon. Da ist noch... Das ist das nächste Stage. Cargo Bay... hä? Okay, ich bin gerade echt im Kopf kaputt. Ich werde es jetzt nachgoogeln. Ich hoffe, euch hat trotzdem diese Folge gefallen. Von kompletter Verwirrtheit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.